Hey Leute, willkommen zu einer neuen oder ersten oder keine Ahnung, zu einer Folge 100 gegen 100. Also dieses Mal werden das 100 Lava-Hunde gegen 100 Golems werden. Letztes Mal kam ein Elektromagier gegen einen Wizard, gegen den Magier, und heute schauen wir uns das an. Ganz normal wie letztens. Wird alles gleich sein, glaube ich mal. Und ja, ne? Wir gucken es uns mal an. Die Sounds noch zeigen, ne? Speed. Die Geschwindigkeit, das hatten wir letztens auch schon. Dschungelarena dieses Mal. Ich bin. Okay, wegen Speed, da kann man ja auch meckern, wie man will, aber beide sind eigentlich geil. Hä, wie soll man die zu defensiv einsetzen? Ja, so kann man es ja machen, aber. Ja, denkt mir sogar fast, dass Lava-Hunter besser wäre wegen sein. Das ist, beide kriegen Punkte. Ich meine, dafür ja auch. 100 gegen 100, ey. Wieso macht man sowas? Das war schon letztens mit dem Magier so. Aber echt krass eigentlich, sich irgendwas anzuschauen, ist schon geil. Ich glaube aber, der Golem wird da weniger Schaden bekommen. Oder mehr. Nee, ich bin mir da nicht sicher. Ich denke, der Golem wird mehr bekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das müssen sie wieder zeigen. Das war letztens auch so. Es ist cool, sich sowas mal anzuschauen. Ja, weil guck mal, der Golem, der Schmerz, die Dinger, die Musketiere kriegen von den Schaden, aber ich glaube nicht, dass es denen wirklich viel mehr hilft. Es sterben manche sogar von den Musketieren. Halt eben explodieren die Lava-Hunde ja auch, da rauskommen. Ich denke, die Golems gewinnen. Ja, Golems gewinnen. Eindeutig. Aber ich finde die Golems auch etwas geil, besser, wenn. Also, die sind teurer, aber ich finde die besser. Ey, Match over, ja, jetzt soll mal was anderes kommen. Komm, irgendwas. Team, eigentlich. Das hatten wir schon mal. Wow. Die fünf Magier hinten. Ich denke, die Golems werden verkacken hier. Bei dem letzten haben sie ja gewonnen, aber hier werden sie verlieren, denke ich mal. Oder doch nicht? Das erstaunt mich, also das wundert mich gerade. Das zeigt man auch noch, ne? Hier. Ich denke, die Golems sind generell besser. Ich würde den Lava-Hund nicht nehmen. Kann man aber. Der Golem kann die Skelettenarmee wenigstens auch töten. Eins gegen eins. Keiner. Keiner. Das ist eindeutig. Hä? Ja gut, ich. Kann man machen. So gewinnt der Golem wahrscheinlich. Das ist 100% der Golem, der wo gewinnt. Das finde ich geil, dass es aber auch gemacht wurde. Da kann man auch sehen, wer gewinnen würde. Ja, ist klar, dass der Golem gewinnt. Hier wird er auch gewinnt. Das ist,
Das juckt den Golem nicht. Das ist, der Golem macht so viel Schaden, dass er die kleinen Viecher mit einem Schlag töten. Ja, guck mal. Ich finde den Golem auch generell besser. Kostet eine Lexie teurer, aber besser. Finde ich ihn trotzdem. 10 gegen 10, er gewinnt, das ist doch eh, das weiß man. Wie lange geht das überhaupt noch? 10, okay, die Hälfte ist schon vergangen ungefähr. Ich hoffe, ihr mag solche Videos, denn ich kann öfter solche machen. Ich glaube, die Lava-Hunde könnten hier gut gewinnen eigentlich. Aber ich glaube, die Golems. Ne, ich sehe mehr Golems. Ich sehe mehr Golems. Das sind mehr. Ja. Aber die kleinen Golems, die greifen denen gar nicht an. Das ist etwas schade. Trotzdem gewinnen die Golems. Ich finde es so krass, dass Golems gewinnen. Also, das ist cool zu schauen irgendwie. Finde ich. Golem muss gewinnen. Lava-Hund hat mit Speed gewonnen, glaube ich, war. 50 gegen 50, Junge. Das bringt gar nichts. Wenn der Erste gewinnt, dann gewinnt. Alter, das sieht aber geil aus, ey. Das sieht so cool aus. Mal schauen, was ich denn noch finden würde dann für Videos. Ja, gut. Das ist so cool zuzuschauen irgendwie. Aber ich, wenn man die ersten drei Punkte weiß, wer das ist, dann weiß man auch generell, wer gewinnt eigentlich. Es ist halt eben so. Aber es ist hart, ey. Das muss ein Privatserver sein, das habe ich im letzten schon gesagt, weil man kann keinen Golem zum Lava-Hund schlagen bringen. Generell kann man sowas nicht machen, weil Musketiere auch nicht, dass die Golems die Musketierinnen angreifen. Oder Musketier, das geht generell auch nicht. Ja, ich glaube die Golems. Ja, die Golems, komm, das kann man doch zählen lassen als Punkt. Es ist doch klar, dass die Golems jetzt doch gewinnen. Für alle Fans von Lava-Hund, ich finde Lava-Hund nicht schlecht, aber ich finde Golem besser. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde den Golem besser. Der Lava-Hund, der kann sich nicht viel verteidigen, wirklich. Der Golem platzt ja bei dem Skelettenarmee. Aber bei dem Lakaienhorde, da stirbt er. Trotzdem. Und 100 gegen 100, 100 gegen 100 bringt jetzt auch nicht viel mehr. Aber es ist schon geil, so viele Lebensleisten zuzusehen, ey. Ich würde schon Clash Royale auch geil finden, wenn man noch eine Sorte macht. Also so eine neue Kistenart. Zum Beispiel, es gibt ja die Epic-Drohne. Gewöhnlich kann man auch machen oder selten. Legendär gibt's hier schon, aber wäre schön, wenn es auch selten und gewöhnlich gäbe. Weil ich glaube nicht, dass jeder nur Epische will. Ich glaube schon, was würdet ihr lieber haben, kann ich euch jetzt fragen. Würdet ihr in Level 4er beispielsweise Epische haben? Ihr dürft die nicht entscheiden, das ist zufällig auswählen, ne? Oder würdet ihr ein Level maximal irgendeine seltene haben? Ich würde die seltene nehmen. Weil, also für Arena 1 und 2 wäre das Epische vielleicht besser. Obwohl bei Minipack. Nee, selten wäre generell besser. Selten. Doch, selten wäre besser und Golem gewinnt schon wieder. Hier sieht man noch die Golems an, die blau. Wie man das. Oh.
Ja, es heißt Golem und hat gewonnen. Das war's jetzt mit dem Video hier wahrscheinlich. Golem ist Winner. Also ich fand den Golem auch generell besser. Ich würde ihn euch auch lieber empfehlen. Kommt drauf auf, an welche Arena ihr seid. Arena 4 hat man den, man kriegt ihn ja erst auf Arena 6. Und ja. Ich habe ihn eigentlich schon abonniert. Musste mich nicht nochmal fragen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, ich gucke die Videos im Google, da finde ich die manchmal. Und ja, bis nächstes Mal. Und das gucken wir, das Koboldfass und Skelettenfass, das gucke ich euch mit euch heute noch an. Aber dann war es das heute. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und drückt die Glocke, damit ihr meine Videos nie verpasst. Auch noch. Aber davor musst ihr abonnieren. Das geht sonst nicht. Und ja, bis nächstes Mal und ciao.